Hallo und guten Morgen, Freunde. Hier ist wieder Anna, Tommy und Dennis. Und wir zeigen euch heute ein Video von einem Kurztrip auf die Insel Rügen. Ne? Wir stehen mit unserem Camper im Puttgarten und schauen uns das Kap Arkona an und ein Fischerdorf, was wirklich beeindruckend schön war. Ne? Also, Freunde, ihr seht, selbst mit unserem Autisten Tommy, ne, unser lieber Sohn, ist es möglich, wunderschöne Tage zu verbringen. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also bleibt dran. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. So, liebe Freunde, wir sind in Puttgarten angekommen und es regnet. Aber naja, es soll besser werden. Also, die Straße geht hier wirklich nicht weiter. Ne? Also, die geht schon weiter, nur halt nicht für den öffentlichen Verkehr. Wir sind ganz im Norden von Rügen, in der Nähe von diesen berühmten Kreidefelsen und haben jetzt hier einen Stellplatz gefunden über Park4Night. Der kostet 15 Euro für die Nacht oder für den ganzen Tag, für 24 Stunden. Man hat dann auf der anderen Straßenseite, ihr seht das an den Drohnenaufnahmen, da ist noch ein weiterer Parkplatz und da sind Toiletten und da ist auch der Automat, wo man praktisch die Parkgebühr bezahlt. Also sehr entspannt, es ist auch wirklich nicht viel los. Naja, wir warten es mal ab. Wir wollen uns auf jeden Fall den Kreidefelsen angucken, weil da war ich schon... Wie alt war ich denn da? Da war ich 14 Jahre alt oder irgend sowas. Da musste ich zur Kur nach Wieg. Und da waren wir sehr oft hier an der Steilküste und haben als Kinder Fossilien gesammelt. War wunderschön. Und wir wollen uns natürlich auch fußläufig das Fischerdorf angucken. Das soll wunderschön sein. Ja, und das all das zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Es wird viele Drohnenaufnahmen geben. Jo, fangen wir mal an, oder? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine Mitfahrbank. Man sitzt hier auf der Bank, zeigt, wo man hinfahren möchte mit so einem Schild. Sagen wir noch, Binz, Sassnitz, setzt sich hier hin
Und alles, was in die Richtung fährt und denkt, Strand. Genau, nee, das ist Witu. Ah, kein Strand, Strand, Anna, Wittstrand. Andere Seite. Das ist ja die Richtung. Ah, okay. Ne? Ja, dann kann dich jemand mitnehmen, wer das möchte. Das habe ich noch nie gesehen, finde ich ja total cool. Tommy. Ma. Tommy. Ma. Ma. Ja. So? Ma. Jetzt gehen wir zum Kap Arkona, ne? Haben die beiden nämlich noch gar nicht gesehen. Und bei mir ist es wahrscheinlich auch schon 30 Jahre her. And you say here is me. So we go here now? Yeah.
Ja. Also für uns war das ein unglaublicher Tag. Wir sind von diesem Stellplatz alles zu Fuß gelaufen und das war mit Tommy richtig, richtig angenehm. Es ist wirklich viel zu sehen, weil man erst durch Puttgarten durchläuft und das ist schon so aufregend, das ist so süß und verspielt alles. Ja, und dazu noch das schöne Wetter, also der Regen hatte sich ja aufgeklärt. Ja, dann waren wir an der Steilküste. Und danach sind wir dann eigentlich direkt an der Steilküste entlang zum Fischerdorf. Und das waren wirklich ganz, ganz tolle Momente. Und wir haben dort eine wunderbare Fischsuppe gegessen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und am Ende des Tages wurden wir sogar noch mit einem wunderschönen Regenbogen belohnt. Ne? Die Aufnahmen wollen wir euch nicht vorenthalten. Und damit endet das Video. Schaut euch die Aufnahmen noch an. Und wem es gefallen hat, der kann ja gerne ein Like da lassen, ne? Oder unseren Kanal abonnieren. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Video. Und im nächsten Video geht's Richtung Norden. Und das über 2000 Kilometer. Seid gespannt.